فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا بسم الله تَعْلَمُونَ. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، so meine edlen Geschwister, wir werden bi'idhnillah ta'ala nach der Eröffnung von Mekka eine weitere Ghazwa behandeln, die lehrreich ist für die Muslime. Und die ist Ghazwatu Hunain. Ghazwatu Hunain fand unmittelbar nach der Eröffnung Mekkas statt. Weil, wie wir schon bereits erwähnten, dass die Eröffnung Mekkas fand im Ramadan statt. Und diese Ghazwa, Ghazwatu Hunain, fand 6 Tage nach dem Monat Shawwal. Der Monat Shawwal ist der Monat, der folgt nach Ramadan. Deswegen die 6 Tage von Shawwal, die wir fasten. Eine Riwaya besagt, dass dies nach 6 Tagen von Shawwal fand diese Ghazwa statt. Andere Riwaya sagen 10 Tage nach Shawwal. Yani um diese Tage ungefähr. Besser gemerkt, Anfangs Shawwal fand statt diese Ghazwa. Jemand kann sich fragen, was war der Grund, wieso geschah diese Ghazwa? Der Grund war, weil die Stämme von Taif wie Hawazin und weitere große arabische Stämme, sie hatten bereits mitbekommen, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mit seinen edlen Gefährten die Mekka befreit hat. Somit Hawazin befürchteten die Ausbreitung des Islam. Und somit sie machten sich bereit auf dem Weg nach Mekka, um den Gesandten sallallahu alaihi wasallam anzugreifen. Und ihren Führer, der Führer, der sie anführte, war Malik ibn Auf. Malik ibn Auf führte diese Armee von Hawazin gegen die Muslime. Ihre Anzahl war einige Male größer als der Anzahl der Muslime. Jedoch die Kämpfer, bloß die Kämpfer von ihnen waren 4000. 4000 Kämpfer. Jedoch dieser Malik ibn Auf, seine Vorgehensweise bzw. Strategie war, er nahm mit ihnen die ganzen Kamelen, Pferden, Frauen, Kinder und so, dass sie groß, viel aussehen. Dass wenn jemand von Weitem diese Schar anguckt, ja in Bange gerät, in Angst. Weil du siehst tausende von Kamelen, tausende von Schafen und so weiter. Das beeindruckt einen. Das war seine Strategie. ولكن تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. Als eine von den edlen Sahabas, den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, berichtete, dass er die Hawazin gesehen hat auf dem Weg in Richtung Mekka, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist die Kriegsbeute der Muslime morgen, inshallah. Weil, als Mekka eröffnet wurde, gab es keinen Kampf. Gab es keine Kriegsbeute. Das war die Dankbarkeit Allahs gegenüber seinem rechtschaffenen Diener als Entlöhnung für das, was sie auf Wege Allahs geopfert haben. Tilke ghanimatul muslimin ghadan insha'Allah hadha qawlu sadiqul masduq sallallahu alayhi wa sallam.
Dies jedoch, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ließ nicht zu, dass die Hawazin nach Mekka reinkommen. Er veranlasste, dass seine Gefährten sich auch bereiten und in Richtung Taif losgehen. Somit waren sie insgesamt 12.000 yani, Kämpfer. 10.000 waren von jenen, die mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam aus Medina kamen, und 2.000 waren von den neuen Konvertiten, der mekkanischen Leute. Und Hunain wurde bezeichnet aufgrund ein Tal. Dort ist ein Tal, dessen Name ist Hunain. Und die Ghazwa spielte sich ab in diesem Tal und wurde nach diesem Tal die Ghazwa yani, benannt. Ghazwa tu Hunain. Sheikh Arafat Hafizahullah sagt in seinem Durus, yani, ist etwa 27 Kilometer entfernt von Mekka. In Richtung Taif. Wenn man sich von Mekka in Richtung Taif begibt, 27 Kilometer ist dieser Tal, yani, der Tal von Hunain. Als die Sahaba, Ridwanullahi alayhim, diese große Anzahl der Muslime sahen, sie sagten, oder einige, لن نغلب من قلة. Yani, wir werden nicht besiegt werden von einer Minderheit. Yani, sie wurden beeindruckt. Sie bewunderten die große Anzahl. Deswegen wurde gesagt, diese Aussage. Und Allah offenbart diesbezüglich ein Vers in Surah At-Tawbah. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ. Am Tage von Hunain, als euch eure große Anzahl gefiel. Und ihr wart erstaunt, verwundert über die große Anzahl. Somit, die Hawazin, sie waren die Ersten, die bei diesem Tal schon angekommen waren. Als der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sie dort begegnete, sie waren schon dort, bei diesem Tal. Bevor der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, losging nach Hunain, nahm, yani, wie nennen sie? Pfandung, oder? Pfand. Verpfänden etwas, oder? Verpfändete 100 Schutzwesten von Safwan ibn Umayya, al-Mushrik, zu dieser Zeit noch. Er nahm 100 Schutzwesten von einem Mushrik. Jetzt, welches Argument gegen die? Diejenigen, die sagen, eine die muslimischen Länder, sie kaufen Waffen von Deutschland, sie kaufen Waffen von Amerika. Schaut, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam nahm als Pfand 100 Schutzwesten von einem Muschrik, der Mekkaner war. Einige von den Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, sie waren zu Fuß unterwegs. Und andere waren auf Kamelen und weiteren Reittiere, weil es genügte nicht für diese große Anzahl, dass sie für jeder, yani, eine Reittier zur Verfügung stand. Als zur Anfang dieser Ghazwa die Muslime gewannen die Oberhand. Jedoch dann geschah, dass eben sie beeindruckt waren von ihrer Anzahl und ihrer Größe. Und diese Hawazin waren bekannte Schützen, Bogenschützen, so drehte sich die ganze Situation. Und die Wüstenaraber, die teilnahmen an dieser Ghazwa mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, und anderen, die frisch konvertiert waren, sie flohen. Flohen, sind geflohen vom Ghazwa. Und hier geschah dieses Durcheinander. So am Schluss,
blieben etwa 80 bis 100 Mann mit dem Gesandter sallallahu alaihi wasallam. Und von 12.000 nur 80 bis 100 Mann blieben mit dem Gesandter sallallahu alaihi wasallam. Weil wenn eine Schwächung, ein schwaches Mitglied dabei ist und er geht in der Flucht, so gehen auch von lauter durcheinander, werden die anderen auch mitgenommen. Und jedoch der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, er rufte, Ana Nabiun la Kadhib, Ana Ibn Abdul Muttalib. Wahrlich, ich bin ein Prophet. Kein Lügner in dem Sinn. Ich bin Sohn von Abdul Muttalib. Dann, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam befahl seinem Onkel Abbas radiallahu an, da er eine starke Stimme hatte, er befahl ihm, die Sahaba von Medina zu rufen, die Muhajirun und die Ansar, dass sie nicht zurückkommen zum Gesandter sallallahu alaihi wasallam. Yani es wurde verschiedene Riwayat, wie Imam Ibn Kathir rahimullah berichtete, O ihr Leute von der Surat al-Baqarah, die Leute, die euch diese Sura offenbart wurde, O ihr Leute so und so. Und als dies die Sahaba Ridwanullahi alaihim hörten, so kamen sie zurück zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und dann diese Hawazin wurden besiegt. Jedoch Allah subhanahu wa ta'ala wollte seine Gläubigen zeigen, dass die Anzahl ist nicht die Sache. Denn Allah ta'ala sagte, لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Das sind die gewaltigen Verse. Irhamak Allah. Die Allah subhanahu wa ta'ala offenbarte. Allah ta'ala sagt in diesen Versen, Allah hat euch an vielen Orten verholfen. Und am Tage von Hunain auch, als euch eure Anzahl gefiel, فَلَمْ تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا, jedoch hat euch nichts gebracht. لَمْ تُغْنِي, yani die große 12.000, damals bei Badr, 315 knapp. Jedoch, die Hilfe Allahs kam. Hat euch nicht weiter geholfen. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضِ, und die Erde wurde euch eng, ob mit ihrer Weite, obwohl sie weit, بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ, dann seid ihr in der Flucht geschlagen. Yani seid ihr am Fliehen. Thumma, danach, أنزل الله سكينته, Allah sendete herab die Ruhe, die Tranquility, die Geborgenheit. Auf wen? Auf den Gesandten sallallahu alaihi wasallam und auf den Gläubigen. وأنزل جنودا, und er sendete herab. أنزل, yani Anzala min fauk ila taht. Wo ist Allah? Das ist Versen, die beweisen, dass Allah oben ist. Anzala, yani. Nur die Sprache verstehen man von oben nach unten. Aber so sind diese Jahmiya und Mu'tazila und alle diese hergegangenen Sekten. Wa anzala junudan lam tarauha, und Allah sendete herab Soldaten, die ihr nicht seht. Also Sahaba haben sie nicht gesehen. Aber Khawarij sehen sie. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا, und Allah bestrafte diejenigen, die ungläubig waren. Und so ist die Strafe der Ungläubigen.
Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di rahimahullah sagt in seinem Tafsir, As-Sakinatu. Hier, min ni'amillahi al-Azima ala al-Ibad. Diese Ruhe, diese Geborgenheit im Herzen ist von den gewaltigen Gaben Allahs für seinen Diener. In der Schrift sagt, gewaltige Gabe. Jemand kann sagen, ja, ich habe kein Geld jetzt. Und das ist keine Gabe. Das ganze Leben ist zerstört schon. Aber diese Sekina, wenn er diese Geborgenheit im Herzen hat, er schätzt sie nicht. Obwohl diese Sache ist von den gewaltigen Gaben Allahs. Von den und vor allem, Sheikh Sa'di sagt, wenn die Sachen beben, Bruder, weißt du, wenn Fitten kommen, wenn die Herzen beben, dass Allah dir Geborgenheit in deinem Herzen gibt, das ist nicht selbstverständlich. Versteht ihr oder versteht ihr nicht? Ist nicht selbstverständlich. Das ist von Allah Gabe. Dafür müssen wir Allah danken, meine Lieben. Das ist nicht selbstverständlich, dass du diese und jene Fitna durchgestanden hast. Das ist Gabe deines Schöpfers. Und wenn du nicht dankst dafür, die wird weggenommen. Und deswegen sollst du nicht verwundert sein, wieso Menschen waren in letzter Fitna mit uns, vorletzter Fitna mit uns, und in dieser Fitna sind sie weg. Vielleicht waren sie nicht genug dankbar gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Seid Bruder, Schule nimmt, Lehre von anderen. Jetzt in dieser Ghazwa, dass ihr jetzt diese Zusammenhänge versteht, da geschah diese bekannte Hadith, wo wir die ganze Zeit oft erwähnen in den Büchern des Tawhid. Ij'al lana dhatan watin kama lahum dhat. Mach für uns yani, einen Baum wie jenen Baum, dass wir unsere Waffen aufhängen. Das fand in dieser Ghazwa statt. Siehst du, jetzt eröffnet sich dein Blick, dein Horizont, dass du verstehst die Zusammenhänge. Wenn du jetzt hörst diese Hadith, diese Geschehnisse, du weißt, ja, das ist bei Ghazwatu Hunayn. Als der Gesandte Salasan die Mekka eröffnete und sich begab nach Hunayn. Und auf dem Weg nach Hunayn sahen die Sahaba, die frisch zum Islam konvertiert waren, die Mushrikun, die ihre Waffen an den Bäumen aufhängten, um Baraka zu erlangen. Und dann wurde dieser Geschehnis in dieser Ghazwa geschehen. Weil so lernt man auch die Zusammenhänge. So macht Sinn dann das Wissen. Und die Argumentation und so weiter. Und dies ist die Weisheit Allahs, dass er die Gläubigen prüft und dann schlussendlich den Sieg ihnen zusteht. Dann, nachdem die Ghazwa zu Ende war, Imam al-Dhahabi rahimahullah sagte, die Aufteilung der Ghanaim von Hunayn. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, nachdem er eine Zeit in Hunayn verweilte, dann begab er sich Richtung Mekka. Als er in Ji'rana, einen Ort, der noch näher zu Mekka ist, Ji'rana, als er dort ankam, ließ sich der Gesandte sallallahu alaihi wasallam dort nieder und teilte die Kriegsbeute auf. So fing der Gesandte sallallahu alaihi wasallam einige Menschen 100 Kamele zu geben und anderen 50 Kamele zu geben, wie Abu Sufyan und Safwan ibn Umayya gab er ihnen je 100 Kamele und Uyayna gab er ihnen 50 Kamele. Die Ansar, Ridwanullahi alayhim, sie sagten, er gibt denen, die ihn bis gestern bekämpft haben. Und wir haben unsere Schwerter nicht mal ausgetrocknet und bekommen wir nichts. Diese Wörter kamen zum Gesandten sallallahu alayhi wa sallam. Wurde ihm berichtet. So veranlasste der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, dass die Ansar, Ridwanullahi alaihim, sich versammeln bei ihm. Als sie bei ihm waren,
sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, ya ma'ashar al-Ansar, dreimal wiederholt alles. Ya ma'ashar al-Ansar. Was sind die Wörter, die zu mir gekommen sind? Dann sagten sie, ja Rasulallah, was ist zu dir gekommen? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Und hier ist diese Jawabul Hakim, diese weiße Antwort. Er ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht in den Einzelheiten, was ihm gesagt wurde und so. Weil einige, wie ich schon euch gesagt habe, dass jemand stellt einem Sheikh eine Frage und er gibt ihm nicht spezifisch auf seine Frage die Antwort. Aus irgendwelchen Gründen, die der Sheikh als angemessen oder diese Situation entsprechend. Aber der Jahil meint, der Sheikh hat ihn nicht verstanden und er fragt wieder. Das zeigt Unerzogenheit. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt ihm nicht, ja, ihr habt das gesagt, wieso gebe ich ihnen 100 und denen 50 und euch nicht. Was war die Antwort, als sie zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagten, was wurde dir gesagt? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, Ama tardawna an yadhhab an-nasu bil amwal wa tadhhabuna bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tadkhuluhu fi buyutikum. Allahu Akbar. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihnen, seid ihr nicht etwa zufrieden, dass die Menschen mit ihren Besitzern, mit den Kriegsbeuten, sie mitnehmen und dann nach Hause gehen und ihr geht nach Hause mit dem Gesandten Allahs. Was ist besser, diese Dunya, die vergeht, oder dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu dir kommt, nach Hause, nach Medina, zu deiner Stadt? Qalu, sagten die Sahaba, die Ansar, Radina, ja Rasulallah. فقال صلى الله عليه وسلم لو أخذ الناس شعبا وأخذت الأنصار شعبا أخذت شعب الأنصار قالوا رضينا يا رسول الله. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die Menschen ein Gebiet, eine Region auswählen würden und die Ansar ein anderes Gebiet, ich hätte mich entschieden für den Gebiet für den Ansar. Da wo sie die Ansar sich entscheiden, da werde ich gehen und da werde ich wohnen mit ihnen und da werde ich mit ihnen leben. Dann sagten wieder die Ansar, wir sind zufrieden, dass du, dass wir dich haben und nicht die Amwal, die Besitzer der Dunya. Die Kriegsbeute von Hunayn wurde unter den Muhajirun verteilt. Muhajirun und Tulaqa. Tulaqa waren diejenigen, die frisch zum Islam konvertiert waren, um ihre Herzen zu festigen, um ihre Herzen zu stärken. Und übrigens, dieser Sieg bei der Ghazwa war auch eine Festigung für jene, die frisch zum Islam waren. Weil einige, als die Muslime in die Flucht gingen, fingen an schon zu zweifeln. Und dies war als Festigung und als Verhelfung Allahs gegenüber seinem Gesandter, sallallahu alaihi wasallam. Weil einige sagten, Batala Sihr! Sein Magie ist zunichte jetzt. Habt ihr verstanden? Batala Sihr, einige sagten, seine Magie jetzt von Muhammad ist ja nicht so aufgebraucht oder so geplatzt. So. Und dann kam die Hilfe Allahs. Weil Allah testet, damit von denen, die noch Krankheiten haben, dass sie rauskommen. Und dann, während der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die Kriegsbeuten verteilen war, kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam in Ji'arana der erste Khariji. Dieser Dhul-Khuwaisir al-Tamimi. Während der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die Beuten verteilen war, kam dieser Dhul-Khuwaisir al-Khariji al-Khabif und sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, jetzt könnt ihr verstehen, wo ist geschehen, auch wieder. Das ist wichtig. Ghazwatul Hunayn, Bal-Ji'ran und so weiter. All diese Sachen werden wir oft
in Angelegenheit der Manhaj. Morgen weißt du, heißt in Ghazwat al-Hunain und so. Und das erwarte ich auch von euch, dass man diese Sache lernt. Diese Kharij sagte, ja Muhammad, i'dil. O Muhammad, sei gerecht. Das ist hier in dieser Ghazwa, bei der Kriegsbeuteverteilung von Hunain bei Ji'rana, kurz vor Mekka. Sagte dieser Mann, ja Muhammad, i'dil. O Muhammad, sei gerecht. فقال صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل اذا لم اكن اعدل Der Gesandte صلى الله عليه وسلم sagte, wer ist dir? Wer soll gerecht sein, wenn ich nicht gerecht würde sein? لقد خبت وخسرت Wahrlich, du bist gescheitert und bist du verloren. إن لم اكن اعدل Wenn ich nicht gerecht werden würde. Dann sagte, فَقَالَ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ دَعْنِي أَقْتُلُ هَذَا الْمُنَافِقِ Umar ibn al-Khattab رَضِيَ اللَّهُ عَنْ sagte, Ja, Rasul Allah, erlaube es mir, diese Heuchler, yani, zu töten. قَالَ, der Gesandte صلى الله عليه وسلم sagte, مَعَافَ اللَّهُ Allah bewahre. إِنْ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِ Möge Allah es bewahren. Allah bewahre, dass die Menschen dann sagen werden, ich töte meine Gefährten. Inna hadha wa ashabuhu yaqra'una al-Qur'an wa la yujawiz hanajirahum wa yamruquna min ad-din Abu Sulaiman wa yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya rawahu Muslim. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich dieser Mann und seine Gefährten, die ihn eben folgen werden in seiner Ideologie, sie rezitieren der Koran. Jedoch der Koran, yani, la yujawis, durchquert, ja, durchquert, einfach geht nicht durch ihre, yani, Hälse, ihre, yani, hanajirahum, durch ihre Kehlen, yani. Es überschreitet nicht ihre Kehlen. Sie gehen aus der Religion raus, wie der Pfeil aus der Bogen raustritt. Und eben, wie der Abu Suleiman sagte, dass einige Gelehrten, die sehen ja nicht, dass sie Kuffar sind. Dies ist ja nicht. Dieser Geschehnis mit dieser Dhul-Khuwaisir al-Khariji, dass er der Gesandte sallallahu alaihi wasallam der Ungerechtigkeit besichtigte, dies ist eine Kuffer. Damit begeht man Kuffer. Jedoch der Gesandte sallallahu alaihi wasallam untersagte dem Umar radiallahu an, ihm etwas zu tun, aufgrund der Allgemeinheit der Muslimen, weil sonst würden die Araber und die Menschen sagen, schaut, jemand tritt zu seiner Religion und dann Muhammad sallallahu alaihi wasallam tötet seine Gefährten. Und somit wurde dieser Mann gelassen. Jedoch der Gesandte sallallahu alaihi wasallam warnte heftig vor ihm, dass diese Leute und seine Gefährten, sie lesen den Koran, jedoch er durchquert nicht ihre Kehlen und sie gehen aus der Religion so raus, wie der Pfeil aus dem Bogen. Und in einer weiteren Überlieferung sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامُهُ مَعَ صِيَامِهِمْ Dieser Mann hat Leute, Gefährten, ihr werdet eure Gebete und eures Fasten geringschätzen gegenüber ihre Gebeten und ihre Fasten. Jedoch diese Sache nützte ihnen nicht, nachdem sie ja nicht die Religion Allahs widersprochen haben. Danach, während der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in Ji'rana war, kamen einige von den Hawazin, von dieser Stämme, die kurz davor ja nicht gegen die Muslime kämpften, kamen sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und leisteten ihm die Treue Schwur.
Sie wurden Muslime, konvertierten zum Islam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam gab ihnen ihre Besitzer, was ihnen gehörten, zurück. Und noch dazu plus. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung, die Imam al-Dhahab rahimahullah erwähnte, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sogar schickte eine Nachricht zu diesem Malik ibn Auf, dieser Anführer von denen, von den Hawazin. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam schickte zu ihm eine Nachricht, weil er flieht zurück nach Taif. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam schickte zu ihm Nachricht, indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm sagte, wenn er Muslim kommen würde, er bekommt eine Beute von 100 Kamelen und plus sein Besitz zurück. Und so kam dieser Mann zurück, wurde zum Islam konvertiert. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gab ihm diese 100 Kamelen und seinen Besitz. Und noch dazu, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ernannte ihn zum Führer für jene Muslime, die von seinem Volk ja nicht zum Islam konvertierten. Und da war nicht Interesse, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die Ländereien übernimmt. Er ließ sie. Er gab ihm sogar zurück, er machte ihn zum Führer über die Muslime, die von seinem Ort ja nicht zum Islam konvertierten. Und wird gesagt auch, dass der Malik ibn Auf, er war bei der Eröffnung von Dimashq dabei und dort später yani, ließ er sich auch nieder in Dimashq und hatte auch damals ein Haus. Dann ist die Umratu Ji'rana, die Umra, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Ji'rana yani, in den Ihram reinging. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging im Ihram ein bei Ji'rana und begab sich nach Mekka, um die Umra zu vollziehen. Und das ist die dritte Umra. Und die erste Umra ist die Umra Hudaybiyah. Die wird auch als Umra angezählt. Dann die Umratul Qadiyya und Umratul Ji'rana. Und die letzte Umra ist bei Hajjatul Wada'. Die werden wir bi'idhnillah ta'ala zu jene yani, passende Unterrichten auch behandeln. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Umra vollzog und zu Ende war, begab sich nach Medina. Jedoch ließ in Mekka als ihren Führer Itab ibn Usaid. Itab ibn Usaid radiallahu an wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam als Führer Mekkas ernannt. Und ließ auch Mu'ath ibn Jabal radiallahu an zurück in Mekka, damit er die Mekkaner den Koran unterrichtet. Und dann Al-Dhahabi rahimahullah sagt, As-Sanatu al-Tasi'a, das neunte Jahr, und die werden wir inshallah ta'ala nächste Woche behandeln. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.